Kinder liegen im Zug im Rennen. Ich bin wohl aus dem Alter für solche Spielchen raus. Ja, wann sagen wir einen One Last Day? Klingt irgendwie nach Mutprobe. Frag mich nicht, wie Stefan das dazu gesagt hat. Ich jedenfalls tue nur so, als hätte ich nicht helfen. Genial, oder? Schüchtern einfach nicht, okay? Aber noch zusammen gar keinen schüchternen Ernst. Ich hab jetzt, glaube ich, genug Sauerstoff gebraucht. Komm. Wie so ein rundum sorglos Paket. Und danach? Muss ja nicht nur für eine Nacht sein. Geht nicht. Warum nicht? Wir kennen uns doch gar nicht. Nach Hause schuftieren, wenn du gar nicht betrunken bist? Damit der Abgang glaubwürdiger wird. Ich weiß nicht, wo diese Abklausel nochmal drücken. Spielt ja auch keine Rolle, dass ich vielleicht gern noch geblieben wäre. Gib doch ein Taxi. Ach, ich hab dich schon so oft zum Flughafen gebracht. So aufregend ist es für den Diagonal auch nicht. Ja, so selten die Gelegenheit, groß auszugehen. Im Dienst muss man topfit sein. Keine langen Nächte, keine Drinks, kein gar nichts. Und ausgerechnet heute wolltest du unbedingt die Sau rauslassen. Die anderen sind bestimmt noch da. Eine Energie hast du.
Ich erstatte morgen bei dir. Du hast den Weg leider umsonst gemacht. Unter anderen Umständen vielleicht, aber ich mag dich, weißt du? Aber ich habe mir einfach geschworen, nicht mehr weiß zu werden. Ich bin einfach so oft enttäuscht worden in letzter Zeit, weil ich den Männern so vertraut habe. Ich hoffe gleich, dass du hier sein willst. Aber genau das gefällt mir nicht. Bitte, G. Aber wenn die Einladung zum Ausgehen noch steht, dann ruf mich doch einfach an. Ich bin nicht wie die anderen, Nicole. Ich möchte aber trotzdem heute alleine schlafen. Bist du ganz sicher? Hör auf dein Herz. Das tue ich. Komm gut nach Hause, ja? Ich hätte gedacht, dass die Situation so schamlos ausmacht. Ist du irgendwas so spontan? Überhaupt nicht. Wenn ich mal was wage, gerade ich meistens an die Falsche. Und ich wäre die Richtige? Glaubst du? Okay, dann lass uns gehen. Ja? Ja. Ich fahre nach Hause, wenn irgendjemand mitkommt.